Oh. Das ist da. So, guten Abend, liebe Zuschauer und Zuschauer. Hallo, ihr Lieben. Mein Name ist Christian König. Wir kennen uns Jana schon Samdara oder der Merker von den Hypnokanen. Da schauen uns auf der Suche nach neuen anderen. Und hier im Hintergrund ist das Hot Walk. Das ist ein guter Imbiss. Also hier, asiatischen kann man hier gut und günstig essen, das ist schnell. Also ich habe euch ein paar Videos gemacht, Bilder. Wo ihr es gesehen habt, habe ich hier 11,90 Euro bezahlt. Das ist schnell gemacht. Nettes Personal, es waren heute zwei. Die Frau oder Mann, aber die Frau ist heute sehr nett, gehört es echt. Und man muss halt nur sagen, dass man hier ist, dann muss man später bezahlen. Und ich kann immer nur empfehlen, Frühlingsrollen, weil das sind dann 6 Stück. Ne, Herbstrollen sind 6 Stück, Frühlingsrollen sind nur 3 Stück oder sowas. Ist ein sehr guter Lecker. Und dann, ja, sie hat noch mehrere Soßen, haben die gesagt. Das ist sehr gut. Der Laden. Wir sind hier in Lengfeld. Da ist ein Little, da parke ich immer und gehe da hinten essen. Und dann geht es hoch zum, wo früher Wahlmarkt war, Realmarkt, jetzt der Kaufland und da hinten ist dann der Milchmarkt. Ach, man kann einfach hier parken und dann hier gut essen. Und Essen abholen. Hot Wok Asian Imbiss. Ein sehr guter Laden. Und leider war ich halt nicht alleine drin, deswegen habe ich euch nur Fotos und ein paar Videos gemacht. Da kommt halt nur ja, asiatische Musik. Von dieses Tiger Team, der Film aus Japan waren, China waren. Das ist raus, das ist schon. Und ja, das ist gut. Und die haben mehrere Soßen, haben sie gesagt, ich habe von der Kleber, was die Soßen noch alles haben. Ich habe mal diese, wie heißt das nochmal? Also ich habe ja Hähnchenbrust genommen. Mit Reis und diesmal nicht mit Gemüse. Mach ich so Gemüse auf. Weil ich habe dann nämlich eine Erdnusssoße genommen. Ist ja lecker hier, auch im Film, weil mehrere Soßen. Wow, das alles erklärt hat, was war. Wow, viel viele Soßen. Also ich komme auch extra gefahren, weil es hier einfach gut und günstig ist. 11,90 Euro, was ich gegessen habe. 6 Herbstrollen. Dann Hähnchenbrust mit Reis und. Wie heißt das nochmal? Erdnusssoße. Also 11,90 Euro. Und nochmal getrunken Cola. Da bezahlst du schon woanders mehr. Auch andere Asien-Restaurants bezahlst du hier mit euch mehr. Und ja, Geschmack ist aber was anderes. Was ist das am Film? Ihr habt das schon öfters gesehen. Wenn ihr hochfährt, warte mal, komm. Da ist der Little und da ist der Asien Hot Wok. Ja. Das ist guter Laden. Sehr guter Laden. Sehr empfehlenswert. Kann ich euch noch empfehlen. Ja. Und ihr wollt bestimmt wissen, was ich heute gemacht habe. Ich war einfach mal heute ein paar Videos gedreht. Ein bisschen Theater. Und dann hier was gegessen, eingekauft. Habe ich jetzt hier. Mir hat dann ein kleiner Kumpel was geschenkt. Das zeige ich euch auch danach. Kann das sehen? Ein Modell von einem Ferrari R50. Das cool ist. Er macht die Autos und hat selber für mich Modellautos. Und hat mir eins davon gegeben. Und ich habe gesagt, Dankeschön. Ihr könnt das sehen. Das Modell auch noch danach, nach diesen asiatischen Bildern und Videos und Essen. Das Wichtigste. Jedenfalls, Herr Kumpel, habe ich gesagt Danke und nochmal Danke, ich habe es gefreut. Das ist nichts. Jetzt muss ich wieder zurück zum Auto gehen. So, zurück zum Auto. Und anders geht es jetzt nicht. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich sage nochmal Danke. Das ist ein F50-Fahrer, war schon. Jedenfalls können das dann nach den Bildern. Jedenfalls kommt ihr her, könnt ihr also hier einkaufen, da essen, hier parken, wie ich parken gehabt habe. Oder oben essen. F90! Ist günstig! Heute mal die teuren Zeiten, wo eigentlich die ganzen Wirtschaften, Restaurants teuer geworden sind. Ich habe ja früher, vor 2 Jahren,
Dann habe ich verglichen mit Lidl den Pudding gekauft, diesen Zahn. So ein einzelner Pudding, Vanillepudding mit Zahn da drauf ist schon. Hat der kostet damals unter 20 Cent. Heute kostet er 40 Cent. 2 Jahre Unterschied, ne? Der Preis geht höher. So was hast du früher gekauft für 18 Cent, jetzt heißt es 40 Cent. Alles so teurer. Also da oben ist er, Asserburg. Da, sehr empfehlenswert. Und morgen gehe ich in die Stadt rein, Mandelsonntag, und nicht vergessen, heute Nacht ist die Uhr umzustellen auf Winterzeit von 3 auf 2. Wenn ich das vergessen habe, dann auch können wir mit Spezialvideos hin. Oh, da ist ein CLK, so, ich habe auch schon gerade so ein Auto, aber cool. Oh, das ist jetzt mein Lieblingsauto. Dann kommt jetzt das Video, sage ich danke, viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und Happy Halloween. Bald schön Halloween und schöne Winterzeit wünsche ich euch und Herbstzeit. Also haben wir noch Herbst. Aber Winterzeit meine ich Uhrzeit. Ja, wisst ihr, was ich meine. Und bleiben Sie gesund. Alle, die Ferien haben, schöne Ferien. Die Urlaub haben, schönen Urlaub und Rest. Schönes Wochenende. Euer Justus der Abend dabei. In Würzburg. So. Und da ist der Alex, das haben wir. Ciao. Bis er wieder kommt. Jetzt also das Essen. Könnt ihr jetzt sehen. Hallo, wir sind das Digga-Team. Wir freuen uns, dass ihr auch noch. Sonst hätten wir euch bis ans Ende der Welt hier verfolgt. Denn wir sind das Digga-Team. Wir lesen Spielfälle aller Art. Viel Spaß beim Film! Das ist das Motelauto. Ferrari F80. Das habe ich schon bekommen von einem Kumpelfan, der selber Ferraris Motel hat und er liebt. Und das da außen rum ist nur von der Verpackung her. Das ist so ein, wenn man es kauft, ist es halt nicht, dass der Motorhaube aufgeht. Gut. So, jetzt haben wir einen Platz draußen. Und das ist das Modell. Da sind die Türen. Nur die gehen nicht auf. Okay, aber der Koffer, aber ja, der Motorhaube geht auf. Da sieht man Motorraum. Gut. Ferrari F80. Soll es sein, hat mein Kumpel gesagt. Schön, ne? So, anders kann man ja nicht.
Gut. So. Das kann man jetzt nicht nachkommen. Freunde.